Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu einer neuen Folge auf zum Flohmarkt. Ja, Freunde, wir waren diese Woche wieder unterwegs. Wir waren unterwegs mit Dennis und Nick. Ihr kennt sie mittlerweile auch. Wir waren aber auf ein, zwei Trödelmärkte, haben ein paar Sachen gefunden. Ich habe einen sehr, sehr interessanten Deal gemacht. Diesen Deal bin ich nur eingegangen, weil ich auf Netflix King of Collectibles geguckt habe. Ich will aber nicht so viel erzählen. Wenn wir zu der Szene kommen, dann reden wir ein bisschen intensiver darüber. Ansonsten, ja, ich hatte Spaß. Es war ein bisschen kalt draußen, aber egal, wir hatten Spaß. Wir waren unterwegs, war richtig, richtig cool. Und ja, wie gesagt, ich will nicht viel labern. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ihr kennt es, ne? Abonniert, kommentiert und was weiß ich was alles. Und jetzt gehen wir zu den Live-Aufnahmen. Was kostet das Spiel? Was willst du für Mario Party haben? 15. Okay, danke dir erstmal. Danke. Was kosten die Figuren? Die Plüschtiere? Ganz verschieden. Die sind ein bisschen älter, ne? Ja. Die haben Sammlerwert. Die haben Sammlerwert zum Teil. Meine Frau hat im Internet nachgeguckt. Teilweise sind die Schweine da. Boah, ich weiß nur, dass die, glaube ich, Anfang 2000, meine Frau hat die, glaube ich, mal gesammelt. Ja. Kannst du mal rausholen? Ja, ich will jetzt nicht. Alles gut? Ja, was sollen die? Eine Preisvorstellung? Wie viel sind das denn? 4, 8, 12? Ich weiß nicht. 18 16, Stück, 12 20, Stück? Ich habe keine Ahnung. 20 Stück. Also ich meine 23. Hier sind aber nur 21. Ja, ich habe jetzt nur 21 gezählt, genau. Also irgendwo müssen wir welche rein. Als Karton haben wir die nicht mehr untergekriegt. Könnt ihr auch nach vorne stellen? Ja, ich. Kann man doch so von oben so sehen, was das ist. Guck, oh, die sind auch beschlagen. Ja, ist jetzt links noch, aber die sind ja immerhin noch ein Leser. Dazu alle angucken. Der war noch nie draußen aus dem Karton. Ja. Süß. Hier sind noch Spiele. Ja, die kannst du, weiß ich auch nicht, vorne, hier auf vorne müssen die hin, dass die Leute die gucken können. Ja, machen wir gleich. Habt ihr auch Videospiele dabei? Nee. Videospiele nicht, nee. Ne? Ja. Die sind fast 80 schon mal. Die kannst du ruhig liegen lassen. Der ja? Nächste, ja. Ja. Der nächste. Ja, wie gesagt, habt ihr irgendeine Preisvorstellung? Weil ich habe gar keine. Ja, der Lady Di kostet 70, der Lila. Mit okay. Der, und dann zwischen 15 und 30. Mhm. Irgendwo, der hier, so, da ist Lady Di. Okay. Und der. Ansonsten, die sind da, St. Patrick und hier Weihnachtsbär und da hinten ist noch, da, der ist auch so, ist der Geburtstag der Sonnenbär und da hinten ist noch ein Weihnachtsbär. Mhm. Siehst du? Ja. Ich kenne mich gar nicht damit aus. Ja. Wir kennen uns auch nicht aus, da habe ich mich erstmal informiert. Ja.
Und ich sage, ich gehe trotzdem nicht auf die Preise, die da anbieten. Ja. Aber irgendwann, wir haben vor 3 Jahren geheiratet, irgendwann muss man sich trennen. Ja, bis wohin, ne, sammeln? Tja, so viel Platz hast du gar nicht mehr. Kannst du nochmal 100 Quadrat dazu kaufen. Was würdest du denn für alle haben wollen? Für alle? Ja. Warte mal. 27, 30, 40, 50, 80, 90, 100, 250. Okay, da liegen wir dann doch ein bisschen weit auseinander. Aber wie gesagt, weil ich mich halt auch nicht auskenne, wird schon stimmen, muss ich sagen. Ich habe die jetzt so grob so. Ja. Vor allen Dingen, die haben gesagt, die Acrylboxen. Ja. Also. Ich hätte jetzt 150 gesagt, aber da kommt man nicht hin, ne? Nee. Für 200 abgeben? Sie hatten 250 gesagt gehabt, dann würde ich die einfach alle mitnehmen und eine Überraschung machen. Sagen wir 220. Alles klar, machen wir 220, ja? Dann nehme ich die einfach alle mit. 220. Okay. Boah, so ihr Lieben, jetzt kommen wir zu einem Deal, der ein bisschen außergewöhnlich war. Ich habe diese Bärchen beim Vorbeigehen gesehen und habe mir die einfach angeguckt. Ich kannte die, also ich kenne mich da jetzt absolut nicht aus mit, mittlerweile ja. Ich kannte die zu dem Zeitpunkt aus der Serie, aus Netflix, King of Collectibles. Ich weiß nicht, ob ihr die geguckt habt, wenn nicht, holt das gerne nach. Das ist eine sehr, sehr geile Serie, allerdings auf Englisch. So, ich bin zu dem Stand hingegangen, habe mir die so ein bisschen angeguckt. Ich habe eh keine Ahnung, wovon das denn, ne, ich wusste, die sind all, also es gibt die auch heute immer noch, die werden heute immer noch produziert. Aber ich wusste halt, die da liegen, sind all. Ne, ich habe gesehen, okay, teilweise von 90 und sonst was alles. Die Verkäufer, die waren auch nicht mehr die Jüngsten. Und deswegen dachte ich mir so, okay, komm, ne, die scheinen echt ein bisschen älter zu sein. Die Frau hat die ja halt auch gesammelt, also die Figuren scheinen älter zu sein. Und dann habe ich einfach mal gefragt, was die dafür haben will. Die hat gesagt 250 für alles. Wir haben uns am Ende für 220 Euro geeinigt. 220 Euro ist echt eine Menge Kohle. Und ich wusste auch gar nicht, ey, lohnt sich das nicht. Ich habe das einfach mal gekauft. So, einzige, was ich wusste aus der Serie halt, dass es Figuren gibt, die in den Tausenderbereich schießen. Deswegen habe ich gesagt, okay, komm, riskierst du das, du nimmst dann einfach mit 220 Euro, es waren 23 Figuren, vor Ort waren nur 21, dann haben die aus dem Auto noch 2 Stück gefunden, die haben die mir auch noch dazu gegeben, dann waren es 23 Figuren. Ich zeige euch die mal, die sind in so schönen Acrylcases, ich hole die eine mal raus, die sind auch alle neu, ne, mit Tag und so dran. Und ja, zu Hause angekommen, habe ich mir die einfach mal ein bisschen genauer angeguckt und habe versucht, die Werte zu ermitteln. Ich kann sagen, dass mittlerweile eine Figur mich schon verlassen hat, und zwar für 500 Euro. Bedeutet, ich habe mein Geld schon draus und ich habe sogar Gewinn gemacht. Hier sind 1-2 Figuren drin, die unnormal teuer sind, laut Internet. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe einen Termin mit einer Expertin und dann werde ich mich dings. Und zwar geht es... Ich sage euch mal, um diese Figur hier, das ist die Diana-Figur, die wurde damals zu Ehren von Prinzessin Diana released und die scheint richtig teuer zu sein. Ich blende euch mal was ein, wofür die bei eBay angeboten wird. Ich weiß, angeboten bedeutet nicht gleich verkaufen, aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Mein Beanie Baby weist alle Merkmale auf, dass das die First Edition ist. First Edition, erstes Merkmal, muss in Indonesien hergestellt werden. Die späteren, die wurden in China hergestellt. Und dann die Füllung. Die Füllung steht hier auch hinten drauf. Wenn es PVC-Pellets sind, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich glaube eher nicht. Wenn das PVC-Pellets sind, dann sind das auch First Edition, weil im späteren Verlauf wurden die mit PE-Pellets gefüllt und das ist dann halt schlechter. Und ja, wie gesagt, deswegen, ich wusste, dass die ein bisschen teuer sein können, aber ich weiß halt nicht, wie teuer das Ding, das ganze Set ist. Das steht alles noch im Raum, steht noch offen. Hier sind noch 2-3 weitere Figuren, Bären drin, die auch in dem Bereich liegen, wie Diana liegt. Und wie gesagt, ne, wir sind immer noch dabei, die Werte zu ermitteln. Ich habe diese Woche einen Termin
mit einer Frau, die sich richtig damit auskennt, die darauf spezialisiert ist. Die wird mir da ein bisschen genauer helfen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe eine Figur schon für 500 Euro verkauft. Und ja, das Geld der Figuren ist auf jeden Fall schon wieder drin. Aber, wie gesagt, das war ein totaler Risikokauf. Ich war mir nicht sicher. Ich habe das einfach auf Verdacht mitgenommen. Das hätte ja auch in die Hose gehen können. Ich habe gedacht, so okay, im schlimmsten Fall oder im besten Fall kommst du plus minus null aus der Geschichte wieder raus, weil ich sammle die Dinger nicht. Ne? Meine Frau hat die mal früher gesammelt, als sie klein war. Die wird sich ein, zwei Bärchen, die sie schön findet, nehmen und dann bei uns irgendwo hinstellen, wo auch immer. Und der Rest wird verkauft. Und ich hoffe, das war ein krasser Deal für mich. Ja, ein sehr krasser Deal, der keine Videospiele ist. Ne? Also man muss nicht immer auf Videospiele gehen. Haben Sie auch Spiele für die Nintendo Wii dabei? Nee, die sind schon alle weg. Das ist rein nur noch die Konsole. Was kostet der hier? Der hat tatsächlich 20 Euro. Der ist noch von Anno dazu mal, als er rauskam. Was sollten die hier kosten? Auch 5er Stück. 5er? Was kostet der Deadpool für PlayStation 4? 17, super. Ja. Danke auch, ne? Gerne. Okay. Schönen Tag. Oder kann man bei denen 10 machen, dann würde ich die auch mitnehmen. Dann so einen 3 für 10? Ja. Ja. Ja, an diesem Stand, da war der Nick schon zugange. Da gab es ein paar Wii U-Spiele, die er sich da rausgesucht hat. Die drei, die ich gekauft habe, hatte der übrig gelassen gehabt. Die habe ich dann für 10 Euro mitgenommen. Sind jetzt nicht so die krassesten Spiele, aber ich denke mal, für 10 Euro muss man die nicht liegen lassen. Wir gehen das mal einmal durch. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier für die Wii U Monster Hunter 3. Auf jeden Fall alle Spiele soweit in einem super Zustand mit Anleitung. Dann haben wir hier einmal dieses Lego City Undercover, auch mit Anleitung, auch soweit in einem guten Zustand. Und einmal das Rayman Legends, auch das hier ist mit Anleitung. Und ja, Wii U-Spiele sieht man eigentlich auch nicht mehr so häufig auf dem Flohmarkt. Deswegen bin ich der Meinung, dass ich hier für 10 Euro auf jeden Fall nichts falsch gemacht habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr für 10 Euro diese Dinge auch mitgenommen habt. Ne, sorry, 12 Euro habe ich bezahlt, 4 Euro pro Stück. Aber auch in Ordnung. Was haben wir denn noch? Hier haben wir 4. 10, 4 sind 14. 4 Euro hat sie gesagt gehabt. Ne, wenn wir alle nehmen, machst du 2 Euro pro Stück. Dann würden wir alle nehmen, die du hast. Wie viel schon? 14. 14 mal. 2 wäre 28 Euro. Mach ich für dich noch dann. Mal 4. 56, genau. Können Sie 50 haben? Nee, das ist zu viel. Ich hätte jetzt 2 Euro pro Hälfte gemacht. 2 Euro pro Hälfte, dann hätten wir alle mitgenommen. Ich mache dann für dich 3 Euro, dreimal. Lass 30 glatt machen, dann ist es cool. Wie viel hast du dann? 42, dann 40 können sein. Ja, Bruder, lass 35 machen, ist gut. Wir nehmen alle mit, dann hast du die Sachen weg. Wenn die nass werden heute, dann hast du so vorbei. Ja. Ja, gerade angefangen. Normal ist es 42. Oder machen wir 35, Kalle. Alles gut. So, hier waren wir bei einem Entrümpler, Dennis und ich. Der Nick war woanders, ich weiß gar nicht, wo der in der Zwischenzeit war. Und ich hatte vom Weiten diese Panini-Hefte gesehen gehabt und ich habe gesagt, ey Dennis, lass uns die mal angucken. Deswegen habe ich auch die Kamera ein bisschen später angemacht. Ich habe da nicht so richtig geschaltet. Auf jeden Fall haben wir, ich weiß gar nicht mehr, was waren das? 14 Hefte waren das, genau, jeder, genau, 14 Stück. Jeder hat 7 Hefte gekriegt. Die Panini-Hefte, die sind alle voll, die sind alle komplett und
Ja, ich wusste halt nicht, dass so Panini-Hefte, wenn die voll sind und komplett sind, auf jeden Fall für einen guten Betrag bei eBay über die Ladentheke gehen, über die Online-Theke gehen. Deswegen habe ich gesagt, ey komm, lass die mitnehmen. Am Ende haben wir, der wollte glaube ich, was hat der haben, 4 oder 5 Euro pro Stück haben. Wir haben 35 Euro bezahlt für 14 Hefte. Jeder hat 7 bekommen und ja, meiner Meinung nach war das ein super Deal. Hier haben wir nochmal ein Panini-Heft von der WM in Südafrika 2010 und ja, FIFA World Cup 2006. Wie gesagt, wir haben bezahlt 35 Euro für 14 Hefte. Ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr geiler Deal, weil die gehen teilweise komplett zwischen 20 und 40 Euro auf eBay weg. Und deswegen denke ich, dass wir hier nichts falsch gemacht haben. Alles gemeint, Bro. Das hat nicht gerade hochgeholt, Nick? Bitte? Ich weiß, ich hab hier keinen Platz dran. Hier dieses Kirby. Kann der nicht. Bitte? Entschuldigung? Bitte, ja. Wo ist der denn? Was fehlt? Was soll der kosten? 6 Euro. 6 Euro. Kriegen wir 5 hin? 6. Machen wir. Davon? Machst du hier glatt 5? Machen wir. Ja. Ja, ihr Lieben. Ey, ihr wisst, ich bin ein... Keller wird jetzt ein bisschen laut mit der Dings. Ihr wisst, ich bin ein unnormaler Power Ranger Fan. Und ja, diesen Chupa Chups Eimer, der ist echt nichts Besonderes. Der wollte 6 Euro dafür haben, auch so ein Entrümpler. Ich habe ihm 5 Euro geboten, haben wir uns auch geeinigt. Für 5 Euro habe ich den gerne mitgenommen. Ich sagte ehrlich, ich hätte den auch für 6 Euro mitgenommen. Der ist einfach mega geil, Alter. Ne? Den werde ich mir auf jeden Fall ins Zimmer stellen. Mal gucken, vielleicht befülle ich den auch mit Chupa Chups. Ich weiß es noch nicht. Oder mit irgendwelchen anderen kleinen Kram. Auf jeden Fall, ja, ich liebe es. Ich habe es sehr gerne mitgenommen. Das ist definitiv mein Fund der Woche. Für 5 Euro gab es hier diesen Eimer von Chupa Chups. It's moving time! Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit der Folge von dieser Woche. Schreibt mir bitte, bitte in die Kommentare, wie ihr den Deal mit den Beanie Babies fandet. Hättet ihr den auch gemacht, wärt ihr das Risiko auch eingegangen? Ich meine, 220 Euro ist nicht wenig Geld, ne? Aber am Ende des Tages hat sich das schon rentiert. Ich habe ein Bärchen schon verkauft für 500 Euro. Also, ne, ich hab das Geld schon wieder raus. Es war ein Risiko. Ich habe einen Risikokauf gemacht.
wie gesagt, ne, ich habe den Kauf nur gemacht, weil ich die Netflix-Serie gesehen habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über den Fund denkt. Ansonsten will ich euch einmal meinen Lieblingsfund zeigen. Ich weiß nicht, da ist nichts Besonderes, es ist einfach nur ein Chupa Chups Eimer. Ne? Aber der ist einfach maximum geil. Ihr wisst, ne, ich feiere Power Rangers unnormal. Deswegen kann ich einfach nur sagen, dass das auf jeden Fall mein Fund der Woche war. Und ja, man kann auch mit kleinen Sachen zufrieden sein. Ansonsten, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche zur neuen Folge wieder.